Ich war was Besonderes. Zu meiner Zeit war ich was Besonderes. Der Kleine mit den schwarzen Haaren, dunkle Augen. Auf eine Shisha mit Gürkan. Nur die Shisha fehlt. Kannst du mir erklären, wo ich bin und warum die Shisha nicht hier sein darf? Wir sind hier in Dormagen bei der türkischen Jugend. Es ist ein Fußballverein und da legen wir sehr viel Wert darauf, dass auf dem Sportplatz nicht geraucht wird. Wie ist dieser Verein entstanden? Was ist deine Funktion und warum türkisch? Also das war so, in den 80er Jahren haben sich Migranten, vorwiegend Türken, angefangen Fußball zu spielen, haben sich einen deutschen Verein angeschlossen, das war der TuS Hackenburg, und haben dort als dritte Mannschaft gespielt, quasi so außen vor. Und irgendwann, Ende der 80er Jahre, haben sie sich entschieden, einen eigenen Verein zu gründen. Und dieser Verein hieß eigentlich, oder heißt, Gençler Birliği. Mütter kommen zu mir an und fragen, dürfen meine Kinder hier bei Ihnen spielen? Da sage ich, wieso nicht? Ja, es heißt doch türkische Jugend und ich habe ein deutsches Kind. Da habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem, es dürfen auch Deutsche spielen. Es gibt ja viele Vereine, die ja so einen Immigrationshintergrund haben. Da sieht es immer so aus, man hat eine Herrenmannschaft. Wenn man Glück hat, gibt es auch noch eine Senioren- oder eine Juniorenmannschaft. Und das ist bei uns eigentlich gar nicht der Fall. Also wir konzentrieren uns mehr auf die Jugend, türkische Jugend, ne? Also Dormagen Gençler Birliği. Das liegt wirklich bei uns im Fokus. Wir haben natürlich eine erste Mannschaft, ne? Die in der Kreisliga B spielt. Aber unser Fokus liegt bei den Kindern. Ne? Denn die Kinder, die hier bei uns Fußball spielen, sind erstmal runter von der Straße. Den Sepp-Herberger Preis haben wir gewonnen, den Egidius Braun Preis. Weiß denn jeder, wer Sepp-Herberger ist hier? Nein, das ist genauso wie bei deutschen Kindern. Nicht jeder kennt die alte Geschichte. Also da ist kein Unterschied zwischen dem Neuen und dem Jungen. Also die Namen sind nicht bekannt, aber die Kinder wissen schon, dass wir als Verein den Integrationspreis 2008 gewonnen haben. Wir waren der erste Verein in Nordrhein-Westfalen, der diesen Preis gewonnen hat. Und das war damals für unsere wirklich hervorragende Mädchenarbeit. Nein, also von Anfang an haben wir gesagt, wir sind offen für jeden. Es ist egal, welche Nationalität, welche Glaubensrichtung, ne, ob Moslem, Christ, Alevite, Jude oder wenn einer überhaupt keinen Glauben hat, das ist absolut egal. Egal, welcher Partei er angehört, ne? Partei A, B, C, D, spielt überhaupt keine Rolle. Was machst du beruflich? Ich bin Chemiemeister. Hier arbeite ich hier im Chemiepark. Und das seit 33 Jahren. Gehört zu der ersten Generation. Wir haben nicht in einem Ghetto gelebt. Ich hatte nur deutsche Freunde. Ich hatte keinen einzigen türkischen Freund in meiner Kindheit. Das hatte mir sehr viele Vorteile. Also die deutsche Sprache, die ist mir quasi zugeflogen, weil ich nicht oder keine türkischen Freunde hatte in dem Sinne, weil es gab keine türkischen Freunde. Also Anfang der 70er Jahre waren die Türken in der Minderzahl. Es gab Italiener, Griechen, Jugoslawen und dann irgendwo kamen die Türken. Ne? Und später, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, sind wir Türken so an die Spitze der Ausländer oder Gastarbeiter, das ist ja so schön, bekommen. Wie wichtig ist Sport für die Integration? Sehr wichtig. Gerade Mannschaftssport ist sehr wichtig. Denn im Mannschaftssport kann sich jeder in einer bestimmten Ordnung unterordnen. Es gibt die Führer, die kleinen Indianer, da muss man sich einleben, da muss man immer gucken, wo man steht. Ne? Als Einzelkämpfer, sei es im Kampfsport, Schwimmen, Ballett, Leichtathletik, ne, hat man keine Mannschaft. Ne? Und eine Mannschaft ist wichtig für eine Gemeinschaft. Ne? Und nur eine Gemeinschaft, die als Mannschaft ist, kann auch stark sein, ne? Und dieses Wir-Gefühl stärken. Die größten Probleme haben wir, also nicht, dass das Ausländer sein, sondern die finanziellen Unterschiede zwischen den Kindern, die sozialen Schichten. Das ist das wahre Problem, was wir haben. Ne? Es gibt Kinder, die sich alle 6 Monate neue Schuhe leisten können, 2, 3 Paar, ne? Und andere das ganze Jahr mit einem und demselben Paar Schuhe rumlaufen. Ne? Und da versuchen wir, ne, was zu machen. Wir haben zum Beispiel einen Fonds, wo wir als Vorstandmitglieder Geld in so einen Fonds einzahlen und aus diesem Fonds
kaufen wir den Kindern, die sich das nicht leisten können, Schuhe, Trainingsanzüge und. Also glaubst du, es kommt halt nicht unbedingt auf die Herkunft an, sondern vielmehr auf die ethnische Herkunft, sondern auf die soziale Herkunft? Genau. Ich war in Berlin, als die Türkei gegen Deutschland gespielt hat. Da haben wir 2-1 verloren. Auf wessen Seite standest du denn? In den Fanrängen? Ich gehe niemals in die Fanränge. Also ich kann es mir leisten, ich sitze etwas besser. Nein, wir saßen in der Mitte. Da kann man das Spiel auch am besten beobachten. Und da war ich für Deutschland. In den, ich muss das kurz überlegen, Mitte der 90er Jahre hat Deutschland gegen die Türkei in Bursa gespielt. Da war ich für die Türkei. Da haben wir auch 1-0 gewonnen. Ich glaube, immer für die Mannschaft, zu der ich halte, die gewinnt auch. Wovon machst du das abhängig? Oder entscheidest du es einfach spontan? Nein, da ich ja Trainer bin, muss ich wirklich ehrlich sein, ne? Ich möchte immer, dass die bessere Mannschaft gewinnt, und weiterkommt. Und wenn eine Mannschaft schlecht spielt, wenn ich jetzt zwei Mannschaften jetzt halte, dann sollte die Mannschaft, die auch besser spielt, auch weiterkommen. Du hast ja auch lange Fußball gespielt. Fatih Terim ist am Telefon und Joachim Löw kommt zu uns. Man muss wirklich ehrlich sein. Wo habe ich meine Ausbildung gemacht? Ne? Er hat hier seine Ausbildung gemacht. Er hat hier alle Stationen, oder wenn wir jetzt von mir reden, ich habe alle Stationen durchgemacht. Es wäre nicht fair, wenn ich dann zu einem anderen Verein gehe oder zu einem anderen Land dann gehe. Man muss fair sein. Ja, ich kann doch nicht die Lorbeeren, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt hier im Kreis rumfahre und gucke, wo sind gute Spieler und sage, kommt zu uns, spielt bei uns. Ist doch nicht